Für mich war das der Beweis, dass diese Lehre der Wahrheit entspricht. Und wenn ich das schaffe, kann es jeder andere auch. Als ich 13 Jahre alt war, erlitt ich zum ersten Mal einen anaphylaktischen Schock. Ich war damals von einer Hummel gestochen worden und hatte über eine Stunde gebraucht, bis ich im Krankenhaus ankam. Als ich im Krankenhaus ankam, hatte ich bereits einen Atem- und Herzstillstand. Seitdem trug ich immer EpiPens und Antihistaminika bei mir und war immer sehr vorsichtig, wo ich mich aufhalte, falls ich rasch ins Krankenhaus müsste. Ich bin auch bei jedem Insektenstich immer sofort zur Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Ich hatte Dr. Joes Bücher gelesen und sie wirkten auf mich sehr stimmig und echt. Ich wollte das in die Praxis umsetzen, um herauszufinden, ob das, was er vermittelt, tatsächlich stimmt. Ich begann zu üben mit der Intention, dass ich allgemein gesund sein will. Damals dachte ich aber gar nicht an anaphylaktische Schocks, als ich diese Intention setzte. Ich betrachtete das nicht als ernstes Leiden, denn ich konnte ja gut damit umgehen. Und es gab Leute mit viel schlimmeren Krankheiten oder Leiden. Ich fing an, die Meditation Segnung der Energiezentren täglich am Morgen zu üben. Ich praktizierte sie 30 Tage lang jeden Morgen. Am 30. Tag führte ich sie am Strand im State Park durch. Ich hatte die Meditation gerade beendet und ganz zum Schluss bat ich das Universum um ein Zeichen, um herauszufinden, ob das, was ich hier lernte, auch stimmte und sicherzugehen, dass ich meine Energie in die richtige Lehre investierte. Sobald ich das innerlich in Worte gefasst hatte, wurde ich zack von einer Biene gestochen. Zum Glück lag mein Freund neben mir auf der Decke und ich drehte mich zu ihm um und sagte: Ich bin gerade von einer Biene gestochen worden. Kannst du bitte den Stachel für mich entfernen? Das tat er. Und statt überstürzt ins Krankenhaus zu fahren, beschloss ich sofort wieder in meine Meditation zu gehen. Die Stelle, an der ich gestochen wurde, begann bereits anzuschwellen. Und ich hatte den Geschmack des sich anbahnenden anaphylaktischen Schocks auf der Zunge. Ich ging also in meine Meditation zurück und es gelang mir, jede weitere Reaktion zu verhindern. Ich bekam keinerlei medizinische Behandlung und brauchte auch keine. Das war für mich der Beweis, dass diese Lehre echt ist. Und wenn ich das schaffe, dann kann es jeder andere auch.